Wie schön, dass ihr hier seid und prokrastiniert mit YouTube. Das passt ganz wunderbar zu dieser Frage. Warum schieben wir immer so viel auf? Das Schöne ist, wir sind nicht allein. Viele Menschen schieben ständig einen Berg Arbeit vor sich her. Das sagt jedenfalls die Prokrastinationsforschung. Prokrastination ist der Fachbegriff für Aufschieben. Gut, es gibt bestimmt ein oder zwei Leute da draußen, die räumen sofort nach dem Kochen die Küche wieder auf und haben jetzt schon alles erledigt, was eigentlich erst in 2 Wochen abgegeben werden müsste. Aber in irgendeinem Lebensbereich schieben auch die was auf, da bin ich mir sicher. Wahrscheinlich ist deren Keller voll mit unausgepackten Umzugskartons oder der letzte Zahnarztbesuch war 2015. Ihr könnt die Kommentare gern zum Beichten benutzen. Wir sind hier ja unter uns. Aber warum ist das eigentlich so? Wir sind halt noch ein sehr junger, kleiner Kanal. Was ich eigentlich sagen wollte, wir schieben auf, weil uns viele Tätigkeiten einfach unangenehm sind. Beispiel Zahnarztbesuch. Es muss schon echt wehtun, bevor manche Menschen dahin gehen. Serien gucken auf der anderen Seite schieben nur ganz wenige vor sich her. Tut meistens auch nicht so weh. Manchmal ist eine Aufgabe auch nur für mich unangenehm. Nicht unbedingt für andere. Denen fällt es dann schwer zu verstehen, warum ich einfach nicht meinen Kram aufräume und das so vor mir herschiebe. Schon klar, dass die Forschung da manchmal auf steile Theorien verfällt. Ralf prokrastiniert, weil er so tun will, als hätte er noch unendlich viel Zeit, damit er sich nicht mit seiner Angst vorm Tod auseinandersetzen muss. Nein, tot sein macht mir keine Angst. Siehe dieses Video hier. Die Antwort, warum ich bei manchen Sachen einen unverhältnismäßig großen Tritt in den Hintern kriegen muss, ist viel einfacher. Ich habe keine Lust aufzuräumen. Ich mache das nicht gern. Gut, dafür braucht man keine Spezialforschung. Aber dann gibt es noch andere Aufgaben. Die mache ich schon ganz gern und die sind auch nicht besonders schlimm, aber die sind einfach nicht so dringend. Zum Beispiel Weihnachtsgeschenke kaufen, wenn ich weiß, dass das Fest der Liebe noch weit, weit, weit in der Zukunft liegt. Es ist da einfach total vernünftig von mir, erstmal noch das Internet durchzulesen oder mir am Computer einen Kurzbefehl zu programmieren, der mir einen schönen Countdown zeigt, wie lange es noch dauert bis Weihnachten. Ich habe da meine kleine Grafik zusammengebastelt, die das ganz anschaulich visualisiert. Also, Internet durchlesen ist immer ungefähr gleich nützlich. Weihnachtsgeschenke beschaffen wird immer nützlicher, je näher der 24.12. rückt. Erst wenn der Nutzen von Weihnachtsgeschenke kaufen größer wird als der von Internet durchlesen, gehe ich shoppen. Das ist vernünftig und alle Menschen machen es so. Und hätten alle einen Countdown, dann käme Weihnachten auch nicht so überraschend plötzlich und die Geschäfte müssten am 23.12. nicht so voll sein. Es gibt fürs Aufschieben aber noch eine dritte Erklärung. Die ist allerdings nicht ganz so allgemeingültig. Manche Menschen haben gern viel Zeit für die Arbeit. Ich dagegen kann vor allem dann gut arbeiten, wenn die Deadline heute Mittag ist. Dann muss ich gar nicht erst überlegen, ob ich vorher vielleicht noch schnell rausfinden sollte, ob der Blinddarm vielleicht doch eine wichtige Funktion hat. Interessant übrigens, dass meistens nicht der Blinddarm Probleme macht, sondern der Appendix vermiformis. Das ist ein kleiner Wurmfortsatz am Ende des Blinddarms, aber ich schweife schon wieder ab und ich habe dafür keine Zeit. Also, konzentriertes Arbeiten mit ein bisschen Druck sorgt bei mir dafür, dass ich nicht regelmäßig in die Küche schlendere, um nachzuschauen, ob irgendjemand die Süßigkeiten-Schublade aufgefüllt hat. Und wenn nicht, ob ich dann nicht mal kurz einkaufen gehen sollte. Wenn zu viel Zeit bis zum Abgabetermin ist, dann fällt es mir extrem schwer, mich am Schreibtisch zu halten und fokussiert zu arbeiten. Und deshalb bin ich froh, dass bei mir Deadlines meistens heute Mittag sind und nur ganz selten im nächsten März. Und mit diesen 3 Erklärungen lässt sich schon ein großer Teil der Frage beantworten, warum ich öfter mal was aufschiebe. Aber was ist mit den Sachen, bei denen es wirklich bescheuert ist, sie nicht zu erledigen, weil man deshalb den Schulabschluss nicht schafft oder im Studium scheitert oder den Job verliert? Vor allem, weil man das auch ganz genau weiß und kommen sieht. Und was ist mit den Sachen, die ich mir selbst ausgesucht habe und die ich wirklich gern erledigen will? Zum Beispiel ein Buch schreiben. Warum sind sogar diese Dinge manchmal so schwer anzufangen? Oder der Anfang ist ganz einfach, aber in der Mitte
komme ich nicht weiter. Und dann muss ich beim Verlag anrufen und sagen, ja, hallo, also das mit dem Buch tut mir total leid, aber ich glaube, da brauche ich 1-2 Jahre länger. Warum also arbeitet unser Gehirn manchmal gegen uns? Das ist jetzt schon nicht mehr so leicht zu erklären. Und genau dafür brauchen wir die Prokrastinationsforschung. Zum Glück gibt es die seit ungefähr 40 Jahren. Vorher wurde wahrscheinlich auch schon so einiges aufgeschoben. Es gab aber vor allem noch keine Umfragen zu dem Thema. Und weil es die nicht gab, können wir heute auch nicht sagen, oh, diese Prokrastination ist so eine moderne, schlechte Angewohnheit. Früher haben alle immer alles pünktlich und zuverlässig erledigt. Nein, das können wir nicht sagen, weil wir darüber einfach nichts wissen. Zugegeben, es gab damals kein YouTube, aber bestimmt hatten die Menschen andere Möglichkeiten zu prokrastinieren. In Studien hat man übrigens herausgefunden, dass es auch eine genetische Komponente gibt und dass es einen deutlichen Zusammenhang gibt zwischen Prokrastination und Impulsivität. Impulsivität kann bedeuten, zum Beispiel, ich will gerade das Bad putzen, da sehe ich Impuls, hey, das Klopapier ist alle. Also gehe ich in den Keller und, oh, neuer Impuls, da sind ganz viele unausgepackte Umzugskartons, die muss ich unbedingt alle mal aufmachen und nach den Inhalten gucken, vielleicht eventuell ein bisschen sortieren. Und am Ende habe ich 5 Stunden in alten Fotoalben geblättert, aber das Bad ist immer noch ungeputzt. Immerhin weiß ich dann auch mit Sicherheit, dass ich die Umzugskartons nicht mehr auspacken muss. Der Inhalt, der ist da ganz gut aufgehoben. Wenn ich mehr Handlungskontrolle hätte, dann würde mir das nicht passieren. Oder wenigstens seltener. Tja, und woher kommt so eine schlecht funktionierende Handlungskontrolle? Das kann viele Gründe haben. Die Gene, wie schon gesagt, aber auch Long-Covid zum Beispiel oder eine Aufmerksamkeitsstörung. Heute weiß man genauer als vor 10 Jahren, dass es Aufmerksamkeitsstörungen, auch abgekürzt als ADHS oder ADS, nicht nur bei Schulkindern gibt, sondern auch bei Erwachsenen. Wenn ihr also ständig... Oh, ein Eichhörnchen. Wo war ich? ADHS, ja. Also, man geht inzwischen davon aus, dass das ungefähr 5% aller Erwachsenen betrifft. Deshalb, wenn ihr in so einer Situation steckt, wie ich sie vorhin beschrieben habe, also Schulabschluss, Studium oder Job in Gefahr, dann solltet ihr das unbedingt abklären lassen. Die gute Nachricht ist, ADHS lässt sich ganz gut behandeln. Und die Fachleute dafür sind heute viel leichter zu finden als vor 10 Jahren. Aber vielleicht gehört ihr auch zu denen, die ein Leben lang ganz harmlos vor sich hin prokrastinieren. Das geht oft auch gut. Kann man an mir sehen. Ich habe schließlich auch so eine Art Beruf. Und bei dem hilft es mir sogar oft, dass ich letzte Woche alles über Zitronentart rausgefunden habe, obwohl ich eigentlich was ganz anderes machen musste. Es gibt einiges, was man früher für eine Krankheit oder eine schlechte Angewohnheit gehalten hat und bei dem man heute weiß, nein, das ist keine Krankheit, das ist Neurodiversität. Okay, es klingt erstmal auch wie eine Krankheit. Heißt aber nur, dass unsere Gehirne alle ein bisschen unterschiedlich funktionieren. Aber vielleicht greift diese ganze Aufschieberei auch nur deshalb so um sich, weil das Internet. Ob uns das Internet einfach mehr als alles andere ablenkt, ist noch eine ungeklärte Frage. Die letzte größere Umfrage zum Aufschieben wurde zwischen 2007 und 2010 gemacht. Da gab es noch kein Instagram, kein TikTok und Netflix nur in den USA. Und die meisten Menschen hatten nicht mal ein Smartphone. Jemand müsste mal wieder eine Umfrage starten, dann könnten wir das vergleichen. Aber wahrscheinlich schieben auch die Leute in der Prokrastinationsforschung Pläne ganz gern vor sich her. Falls so jemand zuguckt, das ist okay. Ich glaube, wir haben alle dafür Verständnis. Ist übrigens auch ein Tipp der Forschung. Verzeiht euch selbst das Prokrastinieren. Ja, klingt wie ein Kalenderspruch, aber... Eine Studie von 2010 deutet darauf hin, dass man sich das Prokrastinieren beim Lernen vor Prüfungen ruhig verzeihen darf. Das führt jedenfalls nicht dazu, dass man bei der nächsten Prüfung noch viel mehr prokrastiniert. Eher im Gegenteil. Ich verzeihe mir auch. Manchmal sind andere Sachen einfach wichtiger. Zum Beispiel den Abo-Button klicken oder die Glocke. Oder einfach nur freundlich Tschüss sagen. Schön, dass ihr prokrastiniert habt. Dass ihr zugesehen habt. Bis zum nächsten Mal.